Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge. Und zwar geht es heute darum, um Scaffer. Das ist ein Drache, der auch im dritten Zeitalter gelebt hat, sogar ein bisschen früher als Smaug. Und ich wollte unbedingt über den ein Video machen, denn es gab ja nicht nur Smaug als den großen Drachen im dritten Zeitalter, sondern auch noch einen anderen Drachen, und das ist natürlich Scaffer. Scaffer wurde aber auch der lange Wurm genannt und eigentlich so ähnlich wie Glaurung, der Vaterdrache. Denn er hatte keine Flügel gehabt, war einfach nur eine lange Schlange, so auf Deutsch gesagt, und konnte somit auch nicht fliegen, aber dennoch zählt er zur Gattung der Drachen, weil sonst wäre ja Glaurung an sich auch kein Drache. Man geht zumindest davon aus, dass er noch ein Überrest ist, der Drachen von Morgoth. Davon geht man stark aus. Man weiß zwar nicht, wann er genau entstanden ist, man weiß nicht, wann er genau geboren ist sozusagen, aber man geht halt richtig davon aus, dass er im Krieg des Zorns am Ende des ersten Zeitalters in den Nordosten geflohen ist vor Angst, denn die Kraft der Valar ist schon ziemlich stark und auch die ganzen Armee, die sich gegen Morgoth erhoben haben, die waren sehr, sehr stark, und da hat sich wahrscheinlich Scaffer selbst gedacht, ne, ich verschwinde von hier, ich will mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben, sonst sterbe ich hier wahrscheinlich noch und das wäre gar nicht gut. Also ist er in den Nordosten abgehauen und hat sich dann sozusagen in den Eremitrien versteckt. Also in den grauen Gebirge, kann man sich das vorstellen. Denn er hat dann dort die Leute geplagt, die da rumdrum waren. Denn er hat angefangen, Schätze zu klauen, Gold zu stehlen und alles, was da drum und dran gehört. Also so ein typischer Drache, der einfach mal alles klaut und alles für sich beansprucht, wie es halt geht. Denn er wollte seinen Schuppenpanzer weiter ausfestigen und weiter ausbauen, damit er immer mächtiger wird und mächtiger wird. Ob er sprechen konnte, kann ich euch leider nicht sagen, denn bei, sag ich mal, Smaug, der konnte ja sprechen, und wie groß er war, kann ich auch nicht sagen. Auf alle Fälle weiß ich nur, dass er der Wurm genannt worden ist, weil er halt wie ein Wurm aussah. Er hat sich auf dem Boden rumgewälzt, wie ein Wurm es halt macht, ne? Bei Glaurung, der Vaterdrache, da war es auch nichts anderes. Also könnte man ja auch sagen, er wäre ein Überbleibsel von Glaurung. Das könnte theoretisch ja auch sein. Aber da ich keine Information habe, wann er geboren ist oder erschaffen worden ist, deswegen kann ich wirklich nicht sagen, ob er wirklich ein Überbleibsel ist davon. Auf alle Fälle hat er sich in den Eremitrien sozusagen breit gemacht und hat dort die Zwerge vertrieben, die dort lebten. Da merkt man mal wieder, dass die Zwerge immer die Arschkarte ziehen, wenn es um Drachen geht. Denn der Drache hat nämlich die ganze Zwergenstadt für sich beansprucht und hat sich gedacht, jetzt bin ich hier drin. Die Zwerge haben sowieso gegen mich keine Chance, denn mein heißer Feuerabend, der wird einfach jeden umbringen. Und das war auch wirklich so. Die Zwerge haben sich dann gefürchtet und haben sich gedacht, das kann nicht wahr sein. Jetzt haben wir schon wieder ein Reich verloren, vor allem die Eremitrien. Dort ist viel Mithril und da kommen wir nicht mehr dran. Denn jetzt sitzt da ein großer, langer Drache drin, der sich da breit macht und uns nicht reinlässt. Und deswegen haben die Zwerge gedacht, das kann nicht wahr sein. Wir müssen was dagegen unternehmen. Auch die Menschen, die da rumdrum wohnten, um dieses nördliche Gebiet, ja, bei dir hatten auch ziemlich große Klagen, denn es wurden Dörfer rundherum einfach mal so zerstört, als der Drache sein Hort verlassen hat. Denn er wollte weiter seinen Schatz ausbauen und hat deswegen mehr Gold wie je eigentlich geklaut und dann wieder zurück in den Bergen, hat es dort wieder schön gehortet und verscharrt, wie es halt ein Drache richtig macht, und ist dann eingeschlafen und hat dort noch eine Weile geschlafen. Doch dann kam der Führer Fram. Der hat sich gedacht, ne, das kann doch nicht wahr sein. Und deswegen hat er sich gedacht, jetzt wird es Zeit, jemand muss diesen Drachen endlich töten. Und so war es auch. Er hat sich wirklich was getraut, ist da reinmarschiert und hat den Drachen auch tatsächlich getötet. Und zwar genau 2000, das dritte Zeitalter. Der Drache hatte keine Chance großartig gehabt. Sie hatten zwar stark zu kämpfen, die Zwerge, aber nichtsdestotrotz hat es sich gelohnt, denn Scaffer ist nicht so mächtig gewesen wie Smaug selbst. Da er nicht fliegen kann, ist er sozusagen auf dem Boden gebunden, und da ja Zwerge noch relativ wendig sind, können sie gut gegen den Drachen Parole bieten, denn die kennen sich ja selber auch gut in ihren eigenen Minen aus. Deswegen ist Scaffer gefallen. Doch nach den Scaffers Tod gab es zwar Frieden um das Land herum, dennoch gab es dann Streit um den gestohlenen Schatz. Der Schatz, der jetzt nun in dieser Mine drinnen liegt, war nun eine Diskussion pur. Deswegen hat sich dann Fram gedacht, dieses Silberhorn sozusagen, also die Zähne von Scaffer, die könnte man natürlich schön teuer verkaufen, denn die sind mehr wert als der ganze Schatz in dem Berg. Denn es ist ja auch tatsächlich so, so ein, einfach mal so ein Zahn von einem Drachen, das kriegt man nicht so schnell. Das ist schon was sehr, sehr Einzigartiges. Und das Schöne noch dabei ist, von unserer lieben Merry in der Herr der Ringe,
Der hat ja später auch das Horn Rohans in der Hand und dieses Horn Rohans ist aus diesem Zahn gefertigt. Ja, also das ist ein Zahn von Scarfer. Also wirklich wahr, da sieht man schon mal, dass das alles so ein bisschen Zusammenhang hat. Das finde ich klasse an Tolkiens Welt und deswegen mega klasse. Mehr gibt es leider nicht zu sagen über Scarfer selbst, aber ihr wisst jetzt auch, dass es einen Drache im dritten Zeitalter sehr wohl noch gab, einen sehr mächtigen. Und ja, ich bin bei Facebook, Twitter und Instagram und ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und da sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss und bis bald.